ein neues Video. Endlich, denn am Sonntag konnte ich leider kein Video hochladen. Ich war übers Wochenende in London und werde euch heute natürlich zeigen, was ich da so gekauft habe, Schickes gefunden habe. Und ich will euch zu Anfang auf jeden Fall mal sagen, jeder, der noch nicht in London war, sollte sich das irgendwann mal ermöglichen, dahin fliegen zu können. Es ist so schön da, wirklich. Also London ist eine ganz tolle Stadt. Da ist immer was los. Der Big Ben und so, das sieht alles so super schön aus und es sind so schöne Sachen, die man sich da anschauen kann. So coole Sehenswürdigkeiten. In London ist immer was los, egal ob man um 3 Uhr nachts da lang geht oder um 4 Uhr nachts. Es ist total egal. Wir sind nämlich morgens sehr früh dort angekommen und da war schon so viel los. Die Stadt lebt wirklich und da ist so viel los. Es ist so schön. Die Menschen da sind super freundlich. Wenn man angerempelt wird oder wenn man selber jemanden anrempelt, die entschuldigen sich für alles. In Deutschland wäre das vielleicht manchmal gar nicht so schlecht, wenn das da auch mal so wäre. Hier wird man angerempelt und direkt blöd angeschaut und die würden einen am liebsten umbringen. Also da ist es wirklich sehr freundlich, sehr schön. Und jeder, der noch nicht da war, sollte sich vielleicht irgendwann mal überlegen, da einen kleinen Trip hinzumachen. Und auch zum Shoppen lohnt es sich, denn ich habe ein paar Sachen gefunden. London ist zwar sehr teuer, aber manche Schnäppchen kann man trotzdem machen. Man kann ja zum Weihnachtsshopping oder so hinfahren, dann hat man das auch wieder raus. Und ich zeige euch heute, was ich Schickes gefunden habe und würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Mein allererstes Teil war in der Einkaufsstraße von London, beziehungsweise wir waren in Covent Garden, das ist da so ein Bezirk. Und es war so schön da und diese Einkaufsstraße, die die da hatten, beziehungsweise es war ein ganzes Viertel eigentlich, da hatten die einen Laden, der nennt sich Skinny Dip. Und der ist der Wahnsinn. Wenn man von außen guckt, hat man da so ein Schaufenster und da sind einfach Flamingos vorne drauf und alles ist in rosa und lila und pink. Also es sieht einfach aus wie ein kompletter Mädchenladen, so ein kleiner Mädchentraum. Und wir sind da rein, weil es meine Freundin und mich natürlich angesprochen hat und wir fanden, dass es wirklich ein geiler Laden ist. Sind dann reingegangen und da waren so viele verrückte Sachen und ich habe unter anderem dieses Portemonnaie hier gefunden. Das hat mir super gut gefallen, da ich finde, dass es eine wirklich super schöne Farbe hat. Innen drin, wenn ihr es öffnet, ist es hier so ein Zweiteiler. Also man kann hier hinten die Scheine reintun. Hier ein paar Karten und hier vorne halt das Kleingeld. Es ist so zum Aufschieben. Und ich fand es wirklich super schön. Es ist so ein rosanes, weil halt der ganze Laden überhaupt rosa war. Und finde halt, von außen sieht es wunderschön aus. Ich mag dieses Muster. Und ja, finde das eine super Möglichkeit, mein Geld mit mir zu transportieren. Und die hatten auch ganz viele Handycases und sowas. Also da waren wirklich sehr viele freakige Sachen dabei. Und das hier habe ich mir dann geholt. Ebenfalls sehr oft in London vertreten ist der New Look. Ich denke mal, den kennt wahrscheinlich von euch auch so gut wie jeder. Die haben einen Online-Shop, da gibt es schon sehr coole Sachen. Und in dem Laden selber hatten die wirklich richtig tolle Sachen. Und ich habe unter anderem diese Schuhe hier gefunden. Die haben hier oben drauf so ein Kroko-Muster und auch so eine Musterung komplett drüber. Hier, das ist so ein bisschen Champagnerfarben mit so einem weißen Rand hier und unten drunter halt einer schwarzen Sohle. Und hatte bis jetzt so welche noch nicht, da mir sonst immer diese Form nicht gefallen hat. Ich fand, das sah immer so komisch aus mit diesem dicken weißen Rand hier unten und so. Und das war gar nicht so mein Stil. Aber hier, die fand ich ganz cool, weil die einfach so zu meiner Persönlichkeit passen. Die Farbe ist super schön und ich fand halt einfach diesen sehr schick. Und ja, wie gesagt, New Look sollte man sich im Internet vielleicht mal anschauen. Da gibt es viele schöne Sachen. Und ich habe mir noch ein zweites Paar gekauft. Dadurch, dass ich ja High Heels und sowas liebe, habe ich mir ein paar höhere Schuhe geholt, die vorne zum Schnüren sind, mit einem Absatz. Und die sind halt in so einer Wildlederoptik hier. Und die fühlen sich sehr schön an. Und ja, fand die wirklich ganz klasse. Hier vorne guckt der Zeh unten raus. Das mag ich eigentlich immer ganz gerne, vor allen Dingen im Sommer. Wenn die Zehen dann natürlich auch gut aussehen und sehr gut lackiert sind. Hier in der Mitte haben die einen Reißverschluss einfach und ich finde die halt super schön. Finde, die kann man zu einer Jeans perfekt tragen und habe mir die mitgenommen, da ich zum Schnüren noch keine hatte und schon so lange auf der Suche war nach welchen. Und habe die dann halt im New Look gefunden und fand sehr, sehr cool und habe mir die sofort mitgenommen. Als wir dann noch weitergegangen sind, haben wir einen Laden mit meinen absoluten Lieblingsprodukten gefunden. Und zwar war das eine Brow Bar und ein Laden von Benefit. Da habe ich mir natürlich zwei Sachen gekauft. Ich konnte nicht dran vorbeigehen, musste da rein. Wollte mir eigentlich noch die Augenbrauen machen lassen mit so einem Waxing. Aber habe es dann doch gelassen, weil sehr viel los war.
habe mir dann natürlich, wie ich euch auch schon in meinem Benefit-Favoriten-Video gesagt habe, den Roller Lash wieder gekauft. Da wollten ja einige wissen, wie ich den finde, und ich habe ja versprochen, dass ich ihn mir wiederhole, sobald meine künstlichen Wimpern weg sind, und da ich sie jetzt abhabe, habe ich ihn mir wieder gekauft und finde ihn so toll. Also ich finde, der ist wirklich ganz, ganz, ganz klasse. Der macht die Wimpern sehr schön, der definiert die sehr gut und der lässt sie halt einzeln stehen und nicht zu so einem Klumpen werden. Deswegen finde ich den eigentlich immer ziemlich gut. Und was ich mir noch geholt habe, war ein Eyebrow Gel. Und zwar ist das von dieser neuen Kollektion, die die haben für die Augenbrauen. Das ist dieses kleine Döschen hier. Unten drin findet ihr eine braune, gelartige Masse, mit der ihr dann einfach, wenn ihr das hier rauszieht, einen kleinen Pinsel habt. Und damit könnt ihr dann das Produkt auf den Pinsel nehmen und euch halt eben die Augenbrauen nachziehen. Und es gibt so ein schönes, perfektioniertes Ergebnis. Die haben das bei mir im Laden getestet, bei meiner Freundin ebenfalls. Und es ist so schön geworden. Und finde, das ist eine sehr gute Möglichkeit, seine Augenbrauen zu definieren und einfach sehr schön nachzumalen. In Sachen Kleidung habe ich mir natürlich auch wieder was geholt, und zwar war das dieser Pullover hier. Wobei man sagen muss, den kann sich jeder holen, denn den gab es im H&M. Den habe ich mir dort gekauft, da ich den so kuschelig fand und der mir einfach super gut gefallen hat. Ich finde das Muster gut, das ist einfach so ein Grau und hier oben so ein bisschen höher geschlossen. Und ich fand einfach, der sieht super schön an mir aus, musste den unbedingt mitnehmen. Und außen ist es so ein Teddy-Stoff, deswegen habe ich mir den geholt. Von innen leider nicht. Da habe ich dann nicht drauf geachtet. Der ist von außen in den Teddy-Stoff, aber nicht von innen, weil ich hatte ihn mal wieder nicht an. Aber macht nichts, denn er ist von außen auch sehr kuschelig und von innen fühlt er sich auch gut an. Halt nicht so kuschelig wie von außen, aber macht ja nichts. Von daher, den habe ich mir auch noch geholt. Ich schätze mal, den gibt es hier im H&M genauso wie in London. Also von daher kann man sich den ebenfalls holen. An unserem letzten Tag waren wir dann noch in einem Einkaufscenter shoppen und da waren wir in dem Hollister Shop. Also bis jetzt habe ich in meinem ganzen Leben noch nie was bei Hollister gefunden, da ich einfach fand, diese ganzen Pullover und Hoodies und so, die waren jetzt nicht so mein Ding. Hab aber jetzt einen Zweiteiler gefunden für zu Hause, um damit ein bisschen rumzulaufen. Und zwar ist es in dieser wunderschönen Farbe hier einmal eine Hose, wo dann hier einfach Hollister California draufsteht. Und es hat so einen flauschigen Stoff von außen. Von innen ist es auch wieder normaler Stoff, aber von außen sehr flauschig. Hat dabei auch noch am Oberteil eine Kapuze. Und ich fand es wirklich sehr schön. Und das war so ein Zweiteiler, der mir gut gefallen hat und den ich mir auf jeden Fall holen musste. Und der ist einfach so zum Kuscheln. Und wenn es, wie gesagt, kalt ist draußen, dann würde man ihn gerne anziehen, sich einen Tee machen und auf die Couch legen oder ins Bett und sich dann einfach in dieses Teil reinkuscheln. Und ich finde wirklich, der sieht sehr schick aus. Deswegen ist das so mein erster Kauf. In Sachen Schmuck habe ich im Topshop was gefunden. Und zwar Choker. Einmal diese wunderschöne hier. Die fand ich wirklich sehr schick, da die halt so ein bisschen weiter nach unten geht, ein bisschen mehr Gefransel unten hat und halt diesen wunderschönen Stein in der Mitte hat. Und ich finde, die sieht sehr, sehr schön aus. Die kann man super zu einem normalen Top tragen und dann einfach hier so anziehen. Ich finde die ganz toll. Also die hat mir am besten gefallen. Und dann habe ich noch so einen Dreiteiler hier. Und zwar ist das einfach ein etwas engerer mit hier so einem Kreis vorne dran. Ein etwas weiterer als dieser hier mit so einem kleinen Stab vorne, der so hin und her pendelt, und dann eine noch weitere, also es ist so ein Dreiteiler, mit einem kleinen Steinchen dran. Das wäre die hier. Zusammen kombiniert sieht das wirklich sehr, sehr schick aus und es ist nicht zu langweilig und es ist einfach ein bisschen verspielter und sieht super schön aus. Ich fand die wirklich ganz toll, habe mir die deswegen mitgenommen und habe auch noch im Accessories, glaube ich, nennt man das oder spricht man das aus, eine Uhr gefunden. Und zwar die hier. Ich fand die super schön, da die wieder so ein Roségold als Ziffernblatt hat. Hier so ein bisschen graues Leder und die hat mir wirklich sehr gut gefallen. Die hat so ein einfaches Design, ist sehr schlicht und sieht einfach wunderschön aus und fand die wirklich super schick. Deswegen habe ich mir die mitgenommen und die wird so meiner Michael Kors halt jetzt mal ein bisschen Ablöse geben, denn die ist schon relativ verkratzt und an manchen Stellen schon ein bisschen abgenutzt. Deswegen muss ich da mal ein bisschen hin und her wechseln und gucken, dass ich da auch mal wieder was Schönes finde. Ihr Lieben, das war's schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche, habt es genossen und bei euch war es wahrscheinlich genauso kalt wie bei mir morgens früh. Wenn man aus dem Haus geht, erfriert man ja fast. Und ich hoffe trotzdem, ihr hattet eine schöne Woche. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!